So, herzlich willkommen zur nächtlichen Chart-Beschau von JFD Brokers. Wir schauen auch sofort den DAX an. Was hat er vor der Fettsitzung jetzt gemacht? Der konnte im Tagesverlauf bis an die Rainbow-Unterkante ist er herangelaufen und ist dort erstmal bärisch abgeprallt. Stundenchart, ja, sitzt er jetzt eben wieder auf der Rainbow-Unterkante auf und auf der Wolken-Unterkante sogar. So, das Interessante war natürlich die Fed-Sitzung. Da wurden die Zinsen eben leicht angehoben und im Vorfeld habe ich ja geschrieben, beziehungsweise eben auch hier das Schaubild dargestellt und jetzt erkennt man sehr wohl, oder sollte eigentlich jeder dann sehr wohl den saisonalen Verlauf, beziehungsweise die letzten 3 Jahre, erkennt man dann ja sofort die absolute Ähnlichkeit der Kerzen. Überhaupt die Ähnlichkeit mit dieser Formation ist ja wirklich sehr verblüffend. Aber hier wurde ja nicht im Nachhinein darauf geschaut, sondern alles ja vorher, wie oft hier in den Videos besprochen. Deswegen von charttechnischer Seite habe ich auch vor der Fettsetzung geschrieben, müsste es eben nach oben gehen. Und hier im DAX Wochenchart sieht es eben auch gut aus. Nachbörslich stehen wir eben hier bei 10.634 Punkten. Der Nasdaq konnte hier bis auf 4.635 wieder ansteigen. Ja, und hat dann komplett diese Wegstrecke, die erwartet worden ist, abgearbeitet. Alles, was jetzt mehr oder weniger noch morgen, übermorgen ist ja dann am Freitag noch der dreifache Hexensabbat. Die Terminbörsen laufen da aus, die Kontrakte. Und ja, für mich hat sich sozusagen, wie man auch jetzt hier erkennt, sehr gut wurden die Tiefs, die Hochs und sonstige Sachen, konnte man im Tageschart beim Nasdaq sehr gut handeln und wurden auch hier im Video immer wieder darauf hingewiesen. Also nie komplett in die falsche Richtung, sowieso nie geschickt. Ja. Schauen wir zu den Einzelsetups. Deutsche Bank lief hier rein, wurde aber auch hier aktiviert und hier sollte morgen könnte eben ein Boost über dem EMA 38, hier sind wir im Stundenchart, eben dann kommen. Investierte Anleger, ja, also sollte jetzt hier morgen der Ausbruch kommen, könnten die investierten Anleger den Stopp deutlich nach oben setzen, im Prinzip auf das letzte Tief. Aber noch lasse ich hier den Stopp hier unten. Setups, die eben nicht aufgegangen sind. Hier ist im Euro US-Dollar deutlich weniger Volatilität drin gewesen, als von mir vermutet. Die Kaufzone ist nicht mal angelaufen. Hier, ja, werde ich nochmal ein neues Setup vielleicht basteln, aber eigentlich war für mich das eben auch hier die Vorbereitung für die Fed-Sitzung. Das ist schnell nach unten kracht und dann eben ein paar Pips zum Mitnehmen sind. Hier ist es eben auch jetzt charttechnisch absolut hier vertretbar, hier unten nochmal einen Kauf zu wagen, um dann auf weiter steigende Kurse zu setzen. Aber wo genau, da ist, wäre mir jetzt hier der Bereich eben noch zu groß markiert und müsste man in den unteren Ebenen schauen. Das Setup, ja, werde ich erstmal ganz streichen oder nicht, ich persönlich nicht weiterverfolgen, aber im Prinzip passt es auch noch, aber ist ja nichts aktiviert worden. Deshalb schiebe ich das jetzt hier auch mal raus. Mache ich es klein. Bei den beiden Automobilwerten kämpft er halt mit dem EMA 38 und
Öl ist deutlich abgesunken. Da wurde das Setup hier erfolgreich bis an den EMA 200 vorgestern oder halt gestern getradet. Gestern, also heute, war nichts zu holen, war auch kein offenes Setup da. Die beiden Goldwerte dagegen sind wieder angesprungen. Hier werde ich den Stopp dann hochsetzen. Jeder Tagesschlusskurs unter 17,90, 97, ja, wäre für mich dann hier ein Ausstiegssignal. Barrick Gold konnte sich eben auch noch gerade noch über die 7 Euro gestern retten und heute ist der Wert wieder auf 7,70 US-Dollar angestiegen. Also hier lege ich jetzt auch den Stopp direkt an das Tief, also bei 6,90 Euro wird der Stopp platziert. Dann speichern wir das auch hier. So, danke fürs Zuhören und ich melde mich dann morgen Vormittag wieder.